Und jetzt, mein lieber Dodo, versuche ich's mal mit was anderem. Das hier ist mir zu langweilig. Du bist verrückt, Junior. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Nein, die meisten finden mich nett, wenn sie mich erst kennen. Dann schließt du also gerne neue Bekanntschaften? Willst du mich etwa mit jemand Interessantem bekannt machen? Da bist du ja. Gut, dass du kommst. Ich habe auf dich gewartet. Ich bring dich um, du Hure. Wo ist was? Eugens Schatz? Setzt Cirilla ihre Spezialkräfte ein, nimmt ihre Energie ab. Die Energie regeneriert sich allmählich. Wenn du einen Feind angreifst, hat die Energie das erforderliche Niveau erreicht, kannst du Cirillas Spezialfähigkeiten wieder einsetzen. Okay. Ich weiß nur noch nicht wie. Alter. Ach, so macht man das. Hm. Ich musste gerade mal gucken, wie das geht. Ach, ich könnte es dann supporten. Stimmt, da war ja was. Hm. Ach, Mann. Jetzt habe ich zu viel rumgetestet gerade. Also, der ist nicht schwer. Nur ich hab's verbasselt. Also, killen dürften wir ihn ja eigentlich nicht. Also, wird wahrscheinlich ab einem gewissen Punkt einfach aufhören. Ach, Mann. Das war wieder so richtig unnötig, der Tod jetzt, weißt du? Hätte man gar nicht machen müssen. Okay, also wir müssen schauen, den dann hinter uns, also hinter den Porten, und dann ein bisschen drauf losprügeln und hoffentlich gewinnen. Du schäbige Notte! Ich schlitz dich auf, du kleine Hure! Halte RT gedrückt, um einen Überraschungsangriff gegen bis zu 5 Gegner zu starten. Je länger du die Taste gedrückt hältst, desto größer ist die Wirkungsbereich deines Angriffs. Okay. Ja, wie macht man das denn dann? Wo ist Eugens Schatz? Okay. Krass. Ich schlitz dich auf, kleine Hure. Okay, jetzt müssen wir. Wo ist Eugens Schatz? Ah, Mann! Ich will das immer gerne mal ausprobieren, aber. Ey, der kloppt uns hier echt weg. Ich sollte aufhören, so viel rumzuprobieren und vielleicht einfach mal kämpfen. Aber wir spielen sie so selten, deswegen. Man muss das ja mal ein bisschen ausnutzen. Aber für bis zu 5 Gegner. Ganz ehrlich. Ey, wenn das Geralt könnte, ne? Oh, das wäre so geil. Jetzt will ich mal mehr Gegner haben. Vielleicht kriegen wir gleich noch ein paar. Wir machen jetzt mal platt. Was ist mit den Borten? Das muss ich immer klarkommen. Schlitz dich auf, du kleine Hure! Wo ist Eugens Schatz? Ich bring dich um, du Hure! Ich schlitz dich auf! Auge um Auge! Der muss echt Angst haben, ne? Sie kommen. Dodo, hör zu. Wir machen es so. Ah, schnapp die verdammte Hure!
Ach so, das war er. Cooler Scheiß, ey. Oh, da kommen noch ein paar. Yeah, wir können es ein bisschen ausprobieren. Oh, das wird so cool. Die regeneriert aber auch schnell Leben, muss man sagen, ne? Die Frage ist, ob das überhaupt sinnvoll ist, hier ein paar Sachen auszutesten, mitzunehmen, meine ich jetzt. Weil wir haben sie nachher ja nicht mehr, wahrscheinlich. Oder? Boah, die würde ich gerne ein bisschen länger spielen, glaube ich. Am besten nur noch. Nein. Die alles natürlich auch super, aber eh, ganz ehrlich, diese Angriffe sind mega cool. Oh, wir müssen ein wenig uns schonen. Ah, jetzt haben wir noch einen. Verdammt. Heidi Witzka. Das war aber jetzt knapp. Ein klein wenig mehr und wir hätten das richtig verkackt jetzt. Scheiße. So ist es gewesen. Das ist die Wahrheit. Dudu, was ist mit ihm passiert? War das nicht der, den wir nachher befreit haben? Haben sie ihn nochmal gefangen? Dudu, was ist mit ihm passiert? Was weiß denn ich? Der Arsch ist auf und davon. Wie vom Erdboden verschluckt. Okay. Was ist mit der Frau passiert? Ich hab keinen blassen Schimmer. Einer der Jungs, er hat sie am Rücken erwischt. Aber sie lebt noch, ich schwör's. Sonst noch irgendwas? Ich hab dir alles erzählt, was ich weiß. Alles. Du hast dem Mädchen wehgetan, das ich suche. Hast ihren Freund gefoltert. Sie hat angegriffen. Ich darf mich doch verteidigen. Ich bitte dich. Ich hab meine Strafe bekommen. Gnade. Bitte. Ich sage dir, wie die Dinge stehen. Ich suche dieses Mädchen, weil sie wie eine Tochter für mich ist. Und darum kann ich dir das nicht durchgehen lassen. Nein! Ganz ehrlich, nicht deswegen nur, also nicht wegen Siri nur, sondern was der hier angerichtet hat, was der... Weiß ich, wie der noch auf dem Gewissen hat. Es geht gar nicht, also. Der ist krank. Mach diese Sau kannst du nicht gehen lassen, ne? Jetzt müssen wir erstmal weg hier. Boah, ich will hier raus. Ne. Du scheinst deine Angelegenheit geklärt zu haben. Zeit für deine Gegenleistung. Radovid wartet wohl nicht gerne, wie? Nein, tut er nicht. Komm mit. Hey, da stehen die ja draußen und gucken sich das ganze Spektakel an, wahrscheinlich noch. Die Ochsenfurt Dreiberg. Einst das Kronjuwel der redanischen Flotte.
aber inzwischen stillgelegt. Schönes Schiff. Du musst deine Waffen abgeben, wenn ich dich an Bord lassen soll. Folge mir. Was? Das macht er freiwillig? Das Schiff wurde mit Spenden finanziert. Von Edelfrauen. Damen der größten Familien gaben ihren Schmuck. Ein spontaner Anflug von Patriotismus. Du bist ein heimatloser Wanderer. Du verstehst nicht, was es heißt, sein Land zu lieben. Das sagst du? Ich glaube, wir verstehen mehr davon wie du. Da bist du ja. Wie kann ich euch dienen, Eure Majestät? Du hast noch nie ein Blatt vor den Mund genommen. Nun gut. Finde Philippa Eilert für mich. Das ist mein Wunsch. Ich habe einst befohlen, ihr die Augen auszustechen. Aber scheinbar hat das nichts gebracht. Meine Jäger haben Herrin Eilhardt östlich von Ochsenfurt aufgespürt. Sie scheint den Zugang zu ihrem Unterschlupf magisch versiegelt zu haben. Es dürfte nicht leicht sein, dir Zutritt zu verschaffen. Aber ich bin sicher, es wird dir gelingen. Bring sie mir. Lebend. Was hat sie getan? Was macht Philippa hier? Philippa Eilhardt? Was will sie hier? Sie will wohl ihre alten Freundinnen wiederfinden, die Loge wieder versammeln. Vielleicht auch Rache üben an mir. Herrin Eilhardt ist für ihre Hartnäckigkeit bekannt. Manchmal muss ich an den Unterricht bei ihr denken. Ihre Vorträge waren genauso einprägsam wie ihre Strafen. Sie war in ihrer Grausamkeit spitzfindig und geduldig. Ich habe ihr das Augenlicht genommen, aber sie ist immer noch gefährlich. Sei lieber vorsichtig. Oh, krass, der ist aber auch nicht wohnende Typ, ne? Ein Magier hätte größere Erfolgsaussichten. Da Philippa Magie genutzt hat, solltet ihr besser Magier auf sie ansetzen. Auf die kann ich mich nicht verlassen. Seit Lokmuin gehen wir getrennte Wege. Getrennte Wege? Ihr habt sie zusammengetrieben und niedermetzeln lassen. Du vergisst warum. Sie hätten einen neuen Rat ins Leben gerufen. Denselben, den sie einst vernichtet haben. Ich war dafür offen, die anderen Herrscher auch. Bis ein gewisser Hexer herausfand, dass die Loge hinter den Herrschermorden steckte. Die Magier erwiesen sich als Verräter, während der Hexer sie geschickt zur Strecke brachte. Geh jetzt in die Berge und bringe mir Philippa Eilhardt. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich tun wollen sollen. Wir werden erstmal die Dame aufsuchen und dann schauen wir mal, was überhaupt ihre Pläne sind und wie wir weiterkommen. Ihre und Heimatland. Wie komme ich jetzt wieder hier runter? Aus dem Weg. Ich hab dich im Blick. Wie komme ich jetzt wieder hier von dem Schiff runter? Moment. Das gibt's doch jetzt nicht. Wollen die mich verarschen? Ah, pass doch auf, Scheiße. Ach so. Deine Waffen. Danke. Hab noch nie so guten Stahl gesehen. Die Klinge ist gut, nicht wahr? Wichtig ist die Hand, die sie führt, nicht der Stahl. Das stimmt. Wenn einer nicht kämpfen kann, dann bringt ihm auch das scharfe Schwert nichts. Kann er sich auch einer mit einem Holzknüppel niederprügeln, wenn der besser ist. Und kämpfen. So, jetzt müssen wir ganz kurz gucken, wie weit wir überhaupt müssen. Ob wir das rüberschwimmen, ob wir das schaffen. Ich weiß mich nicht wo. Es ist ein bisschen weit, ne? Also in die Stadt und dann dort hoch. Machen wir das lieber so, bevor wir jetzt hier ewig und drei Tage nachher rumgeistern. Plötze? Plötze kommt nicht. Ey, Plötze. Weißt du, warte, machen wir jetzt erstmal so, dann gehen wir erstmal jetzt hier hin. Moment mal hier, Plötze.
So, ich hoffe, dass wir jetzt aus der Stadt mal lang gut rausfinden diesmal. Aber die ist ja nicht so groß wie Novigrad. Ja, wir haben es geschafft. So kann ich denn nicht... Kann man hier immer noch nicht tun? Warum denn nicht? Die Kettenrüstung wird schon wieder rosten. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was die Dame uns zu erzählen hat. Das wird natürlich auch nicht ohne sein. Ah, jetzt kommen wir. Ich glaube nicht, dass wir ihm überhaupt irgendwie einen Gefallen tun sollten. Natürlich, wenn er uns auch... Na, komm her! Ja, mit Ärger. Da hast du aber den Kopf hängen lassen, du, ne? Na komm her, willst du auch noch? Boah. Vor allem alle drei gefinisht. Das ist nicht mal einen geilen Kampf. Erstmal fett vom Pferd abspringen und dann zack. Ich glaube, die überlegen sich das nächste Mal, ob die uns nochmal angreifen wollen. So, jetzt müssen wir kurz gucken, dass wir da auch gut hinfinden. Ich will nicht mal ein paar Quests machen, ein bisschen weiterkommen, gefühlt mal was anderes machen, als in Novigrad rumzurennen. Das sieht doch ziemlich danach aus. Ohne aber nicht, will ich es mir zumindest angucken. Ah, es ist es natürlich. Sehr cool. Geh sofort wieder rein. Aber komm mal ran. Da wird es von Monstern und Pfeilen. Wir haben die Verletzten rausgeholt. Und es sind fast noch ein Dutzend Leichen da unten. Gibt's ein Problem? Nicht nur eins. Es werden immer mehr und mehr. Aber was geht dich das an? Wer bist du? Ich löse Probleme. Ich bin hier, um euer Problem zu lösen. Dradovid hat mich geschickt. Ach, du bist das. Wir haben dich schon erwartet. Du klingst ja sehr begeistert. Klingt ja nicht gerade begeistert. Was erwartest du denn? Wir haben die halbe Arbeit erledigt. Dann tauchst du auf und holst dir den ganzen Ruhm? Ich habe gehört, dass ihr nicht reingekommen seid. Bis gestern. Da haben wir diese Kachel gefunden. Sieht zwar gewöhnlich aus, besitzt aber irgendeine Kraft. Sie öffnet den Eingang. Okay. Gute Arbeit. Das hat mir einige Zeit erspart. Das ist ja schön. Woher wisst ihr, dass Philippa dort unten ist? Denkt ihr, dass Philippa immer noch drin ist? Das wissen wir nicht. Sicher ist nur, dass sie irgendwann dort war. Sicher? Was soll das heißen? Wir sind seit Lokmuin hinter ihr her. Ihr die Augen auszustechen hat nicht gereicht. Dradovid hätte sie an Ort und Stelle ausweiten sollen. Jedenfalls hat sie sich in eine Eule verwandelt und ist geflohen. Sie ist durch Kedwin und Redanien geflogen und hat sich hier versteckt. Okay, gibt es sonst noch etwas, was ich wissen sollte? Was erwartet mich da drin? Alles Mögliche. Das ist ein alter Tempel der Elfen. Die Hexe Eilhard hat ihn zu ihrem Versteck gemacht. Die Männer da sind in eine magische Falle geraten und wurden dann von Monstern angegriffen. Haben es kaum rausgeschafft. Sind noch mehr Leute von dir unten? Ungefähr ein Dutzend ist rein und nur die sind wieder rausgekommen. Der Rest ist bestimmt tot. Ach du Scheiße. Ich sollte nachsehen, ob Philippa noch da drin ist. Ich will da nicht rein. Aber rechne nicht damit, dass jemand kommt, um deine Leiche zu holen. Boah, es ist so ein Arschloch, ne? Was denkst du? Wird er was finden? Der Halsabschneider? Ha, nie im Leben. Er ist ein Hexer. Pass bloß auf, Mutant.
Ungläubiger. Geh mir aus den Augen.